So Leute, es geht weiter hier mit Brave Frontier RPG. Ich habe gerade Level gemacht und noch die Arena-Kämpfe und ja, ich habe mittlerweile ein paar Pünktchen bekommen. Ich bin sogar in Rang aufgestiegen, habe ich gemerkt. Habe ich mal Offscreen gemacht, aus Versehen natürlich nur. Ne, ich war eigentlich nicht meine... Wir können ja trotzdem mal gucken. 125.000 Punkte. Wo sind wir? Okay, wir haben also insgesamt 29 Freunde, die überhaupt eine Rangliste machen. Und wir sind hier irgendwo... Ah, hier sind wir. 2641 Punkte, sind also Platz 24. Ich denke mal, ja, zu 100.000 kommen wir auch mit der Zeit irgendwann. Aber wir wollten kurz gucken mit der Ranginfo, dass die Belohnung, die ich bekommen hatte, war ein Fleischpanzer gewesen. Genau, ein Fleischpanzer. Und beim nächsten Mal gibt es dann wieder ein Juwel. Da gucken wir doch gleich mal wegen der Sphäre. Ich weiß, glaube ich, die irgendjemand angelegt hatte, den Fleischpanzer. Nein, Stärkverteidigung und maximale LP um 10%. Das ist eigentlich ganz nice für meine Dings, für meine Claris. Da kriegt die halt nochmal Verteidigung dazu und nicht nur Max LP. So, da haben wir 1, 2, 3, 4, alle 5 ausgerüstet. Wunderbar. Ja, obwohl, ich weiß nicht, kriegt Trefferschlag ist schon ganz in Ordnung. Gut, dann machen wir weiter. Cordelica ist jetzt wieder dran. Ich habe leider nicht unbedingt was Tolles bekommen von den Kisten, von dem Kisten-Event gehabt. Schade eigentlich. Keine Mimik-Kiste. Und ich glaube nur eine Winged Mimik. Brüllender Krieger. Die Banditen berichten von einem Drachen, der alle Bäume des Waldes schützt. Rührt dort vielleicht das ferne Brüllen her? Wer weiß. Ja, dann schauen wir mal. Können wir mal dunkel. Hier, Tony Lee auch und cool. Ich will immer welche mit Max-Level haben. Es fühlt sich einfach mal stärker an. Gut, dann wie gesagt, sehen wir uns gleich wieder kurz vor dem Bossgegner. Bis gleich dann. So, wir sind beim Boss angekommen. Trend A, Trend B und den komischen Feuerritter, hieß der? Agni. Ja, dann machen wir den doch gleich mal zu Tode. Sollte recht einfach sein. Ah ja, wir haben statt dem Drachenlord Eisham jetzt Sensengott Alice dabei. Schade, aber na gut. Ich hoffe mal trotzdem, die werden recht leicht weggenutzt. Noch nicht ganz. Aber es gab ordentlich Karma und alles drum und dran. Piu, piu, piu. Ja, wir müssen auf jeden Fall erstmal die Treants wegkriegen. Die sind nerven nur ein bisschen. Lebt der andere noch? Ja, leider. Scheiße. Das ist kacke, wenn die immer so kurz davor sind, zu Form abnippeln und dann trotzdem noch weiter überleben. Und dann mir auf den Sack gehen. Und weg sind sie. Juhu, jetzt kommen wir ins Feuerritter. Oh, ist ja auch gar nicht so stark. Da war ja Undine gerade wesentlich härter. True Fire Dragon Execution. Das ist ja niedlich. Hat mir auch einen Debuff gegeben auf meiner wahren Goth Kikuri. Ein bisschen Damage reduziert. Naja. Er ist trotzdem tot. Kann man nichts gegen machen, dass er tot ist. Wieder 8000 Seiler zu 4900 Karma. Und zwei Einheiten. Ich habe gegen den Waldgötzen, gegen den Erdgötzen gekämpft. Leider habe ich nicht bekommen. Echt schade. Ja, 1920 Erfahrungen. Dann hätten wir jetzt das Level gehabt. Und. Oh, was haben wir hier bekommen? Irgendwas anscheinend noch nicht. Irgendeine fertige Magierin, ne? Level. Okay, Level 2 nur Magierin Lilly. Aber sie ist auch nur offensiv und nicht defensiv. Also sie ist zumindest keine Heilerin. Sie ist einfach nur... Oh, ich habe sogar eine Mimikiste besiegt. Cool. Gar nicht mitbekommen. Ach ja, das gibt's doch nicht. Verkaufen wir mal ganz fix was. Den ganzen Müll. Die ganzen Nymphen werde ich jetzt auch mal verkaufen. Die kann man sich recht einfach farmen. Die sind gar nicht so schwer zu bekommen, muss ich sagen. Deswegen würde ich die einfach mal weghauen. Wollte ich beim letzten Mal schon machen. Aber habe ich dann doch nicht hinbekommen. Verkaufen lieber, verkaufen. Da haben wir auch noch ein paar Nymphen. Die bringen, nehmen einfach sonst nur Platz weg, das ist doof. Normale Kiste lieber nicht brauchen. Da haben wir was, was wir nicht brauchen. Die Nymphe, das Ding. Die Nymphen, wie gesagt, kann man recht einfach wieder farmen. Habe ich auch schon öfters mal gefarmt gehabt. Also die sind wesentlich einfacher als die Götzen zu farmen. Sie sind doch wesentlich schwächer. Deswegen kann man das ruhig mal machen. Warte mal ganz kurz, jetzt hat er mich irritiert. Nee, ist nur Müll hier drin. Okay, dann können wir auch gleich fusionieren. Ich sehe, es sind so viele Fusionseinheiten noch da drin. Dann können wir unsere Kikuri gleich mal stärker machen. Machen wir die stärker?
Donny erstmal auf 3, auf 60. Um 60 müsste das Maximum gewinnen sein. Oder den erstmal auf 60. Ne, wir nehmen sie. Hier haben wir ein paar Dunkeleinheiten dabei. Ne, aber doch nicht. Doch hier haben wir einen. 77.000. Und Donner würde ich gerne für Elsie behalten. Der Rest, oh, hier haben wir sogar einen Juwelengeist. Piu, 50.000. Und hier haben wir, das ist ja auch nochmal Geld. Geld und Geld. Und warum habe ich eigentlich so viele Gelddinge? Wahnsinn. Gut, nehmen wir den auch mit. Da haben wir ein paar Fusionseinheiten. Sieht gut aus. Zwei riesige Könige. Schauen wir mal, wie viel Level wir kriegen. Success! Naja, 10 Level sind jetzt nicht unbedingt viel, haben aber auch 240 Leben mehr bekommen, etwa. Finde ich schon mal ganz in Ordnung. Nehmen wir den Rest hier noch mit rein, die ganzen kleinen Geister auch noch, den wollte ich nicht. So, die 4. Nochmal ganz fix, nochmal ein Level mit dazu holen. Und der Rest kommt dann halt für Elsie zustande. Der da auch noch ein bisschen was. Ja, ein bisschen was an Level kriegt. 5593 braucht er. Und hier kriegt er ein bisschen was. Zwei Level vielleicht. Ja, könnten zwei Level sein. Hoffentlich. Vielleicht dann schön Success, ein Great Success. Hm, leider nicht, schade. Aber. Zwei Level. Zwei Level und gleicher Erfahrungsstand etwa. Ja, erstmal auch bei Level 60, dann können wir ihn upgraden und soweit ich weiß, wenn ich mir ganz kurz nachgucke, bei den Units können wir ihn sogar wirklich upgraden. Dafür brauchen wir allerdings, ich glaube, so ein Totem. Elsie, naja, da ist er vielleicht bei der 1 mit dabei. Da ist er. Donnergott Elsie auf den 5 Sternen, ne, den davor wollte ich haben. Der zeigt mir nämlich an, was ich brauche. Wo ist er denn? Jetzt habe ich ihn wieder verloren. Achso, ja, hey. Toll. Ja, ist egal. Donnerkönig Elsie. Und zwar brauchen wir, ja, so ein Donnertotem. Ein Donnertotem, ein Donneridol, ein Donnergeist und zwei Donnernymphen plus 2000 Zell. Dann können wir Donnergott Elsie machen. Finde ich cool. Aber wie gesagt, brauchen wir halt erstmal den Donner. Das Donnertotem, was ich noch lange nicht habe. Das gibt es aber in irgendeinem bestimmten Event. Das ich dann auch machen werde. Ich glaube, morgen ist das. Ich habe das auch hier gerade irgendwo offen. Donnerstag oder Dienstag ist es. Ja, Donnerstag ist es. Totem Units Abound. Aber wir kriegen leider nur Donner, Dunkel- und Lichttotem von den normalen Leveln. Das Level 4, was es bei uns wahrscheinlich noch nicht geben wird. Gäbe alle Totems, aber... Tja, doof gelaufen, ne? Egal, Cordelica geht weiter. Wir müssen ja Donner... Gott, Elsie noch nicht unbedingt machen. Level Meister von Lomas. Das müsste sogar das letzte gewesen sein. Ja, Energie 11, 14 zu 11. Ist halt immer so ein Zeichen, wenn es so hoch ist, dass es das letzte Level ist. Ein riesiger Baum reicht von der Mitte des Waldes bis in den Himmel. Ohne seinen Segen durchquert niemand das grüne Labyrinth. Müssen wir irgendwas mitnehmen an Items? Nö. Wir können ganz normal spielen. Dokra, da haben wir ihn ja. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder kurz vor dem Bossgegner. Mal schauen, was das so Schönes wird. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück bei Brave Frontier RPG. Habt ihr nur für euch eine Sekunde was gewesen. Für mich ein paar Minütchen. Ja, ein Vampir und ein Gunner Douglas heißt er. Ich will jetzt nicht mit dem anklicken, sonst wird er wieder fokussiert. Ich weiß gar nicht, wen ich zuerst angreifen sollte. Ups, das hat mit feuergete Lava verteidigt, glaube ich. Das wollte ich natürlich nicht. Oder? Weiß ich gerade gar nicht. Hat sich so angefühlt und angehört. Wir müssten auf jeden Fall gleich mal... Aua. Gleich mal gucken. Ja, komm, gönnt euch. Aua, jetzt reicht's aber. Naja, die haben unbedingt nicht beide viel verloren. Dann sollte ich wirklich mal den Vampir... Vampir zuerst töten. Schauen wir mal. Da er schon seine Defense verloren hat, sollte das schon nicht schaden. Der sollte echt mal aufhören, der Typ, weil der geht mir auf den Sack. Aua. Aua, aua, aua. Ja, mein Donnerkönig Elsie ist so ein bisschen unter Beschuss. Der geht mir so leicht auf die Nerven, aber er hat noch, ja, er hat ja noch seinen
Jetzt reicht's aber. Ja, gönnt euch. Ohne Scheiß, Mann. Ohne Scheiß. Was soll denn das bitteschön, hä? Kann ich gleich vergessen. Kann's vergessen. Wie soll man hier bitte vorwärts kommen? Krass. Nee, falsch bin ich jetzt keine Dings mehr. Das lasse ich. Das lasse ich. Ja, man kann immer gucken, was für erhaltene Gegenstände man dann hätte, aber ist mir egal. Einfach nur dumm. Ja, wir haben anscheinend 5 Einheiten gefangen, aber wir sehen sie aber nicht. Auch nicht schlecht. Bei Einheiteninfo. Ah ja, das ist unser Team, okay. Nee, lassen wir mal. Ist egal. Können wir einfach noch nicht schaffen. Unmöglich. Alter, das ist so krank, wie Schaden die machen. Ohne Witz, Mann. Ja, da habe ich mich so unglaublich viel verbessert und trotzdem komme ich hier nicht ein Stück weiter bei dem Ding. Das ist heftig. Naja. Arena-Punkte habe ich auch gerade nicht. Wir können aber eine neue Ehrenbeschwörung machen. Dann hauen wir hier nochmal ganz kurz 200 Punkte rein. 250 Punkte haben wir sogar schon. Wo habe ich denn so viele Punkte auf einmal jedes Mal? Das ist Wahnsinn. Die Leute leihen sich meine Einheiten aus. Finde ich cool. Kriege ich halt immer wieder unglaublich viele Ehrenpunkte dazu. Krass, einfach nur krass, man. 1000. Ja, vor allem hier der. Der Gunner Douglas macht ja immer 1000 Schaden. Über 1000 Schaden an allen Einheiten. Mit seiner einen Fähigkeit. Über 1000 Schaden. Ja, können wir die beiden auch noch einfach verkaufen? Die sind ja unnötig. Die brauchen wir auch nicht mehr. Das war's aber auch. Mehr gibt's ja nicht. So, 27.000 selber dazu. 910.000. Da können wir ein bisschen mal in der Stadt noch ein bisschen was aufrüsten. Das ist ja auch schon Ewigkeiten her. Können wir uns mal auch ein paar Musikstücke angucken, anhören, wie auch immer. Da mal noch ein paar kaufen. Naja. Schön, das kommt mir bekannt vor. Hm, komisch. Ein seltenes Stück aus dem St. Lamia Palast. Ah, das ist auch cool. Ja. Ist gut. Das gefällt mir auch. Leider wird das nicht für ewig behalten, sondern es ist echt nur hier. Man kann. Die Musik ist aber eigentlich so nutzlos. Eigentlich bringt die gar nichts. 55.000 für die Sphäre. Muramasa, Todessensor und Tarnumhang. Oder halt der Rest hier mal ein bisschen was upgraden. 15.000 für den Berger. Machen wir den mal ganz kurz hoch. Der ist gerade Level 6, Level 7 jetzt. Was? Mehr Pelz? Mehr Pelze? Mehr Tropfen? Mehr Ernten? Mehr Ernten. Nein, nehmen wir mal die Farm mit, die ist ganz nützlich mit diesen ganzen komischen Nüssen. Die können wir auch ab und zu mal gebrauchen. Mehr Käfer. Nur, ach nee, kann ich noch nicht. Das reicht noch nicht. Aber hier den Dings kommen mehr Tropfen. Hm, das ist ja auch ein bisschen geupgradet, damit die nicht so kurz kommen. Zwar werde ich später sowieso alles mal auf maximal haben, aber bis dahin dauert es, glaube ich, noch ein ganzes Stückchen. Ja, mehr Tropfen, Tropfen, Tropfen. Hier haben wir ein paar mehr Erntendinge. Und hier weiß ich gar nicht, was wir dazu bekommen hatten. Ja, also gibt es Cordelica nichts weiter. Das heißt, wir müssen in St. Lamia weitermachen. Und gegen Maxwell habe ich noch keine Chance, glaube ich. Deswegen muss ich irgendwie mein Team besser machen. Und ach Gottchen, Leute. Aktuell kann ich also nicht viel machen. Außer halt trainieren, trainieren, trainieren und upgraden, 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 ne? Gut, ich hätte Wirbeltor noch ein bisschen trainieren in der Höhle der Sehnsüchte. Ich habe hier zwar von beiden Schlüsseln was, aber ich glaube, die behalte ich erstmal, weil ich ja nicht stack die erstmal zu 10. Damit ich so ein bisschen was in der Hinterhand habe. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Brave Frontier RPG wieder. Schauen wir mal, ob wir irgendwann mal den Maxwell besiegen können. Aber ich glaube nicht, so wie ich mir das anschaue, unglaublich stark. Ich denke mal, er wird uns sogar noch schneller killen als dieser komische Gunner Douglas gerade. Hm. Okay, dann sehen wir uns dann im nächsten Part wieder von Brave Frontier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Bye, bye.